Die meisten Missverständnisse und Irrtümer entstehen durch Fehlinformation, Falschinformation, Nichtinformation. Nur die dauernde zwischenmenschliche Kommunikation ist in der Lage, das Zusammenleben leichter zu gestalten. Non-Kommunikation ist eine Sackgasse, die keinem gut tut. Rahat Bossa Kominza, meine Freundin, herzlich willkommen zur 31. Episode von Raw 270. Ohne Information ist eine anständige Kommunikation nicht möglich. Sei es in der Gesellschaft, zwischenmenschlich oder auch in der Gesundheit. Ich habe mal die Wissenstreppe in einem anderen Video von mir in einem Raw 270 angesprochen und möchte nochmal kurz drauf eingehen bzw. nochmal kurz erklären, wenn es manche nicht mehr ganz genau wissen. Also die Wissenstreppe schaut folgendermaßen aus, dass auf der untersten Stufe sich die Zeichen befinden, zum Beispiel Buchstaben wie A, B, C oder 1 und 2, und mit gewissen Syntaxregeln, also Konstruktionsregeln, werden dann daraus Daten hergestellt, zum Beispiel, dass 1 plus 2 3 ist oder auch 5, macht jetzt in dem Zusammenhang spielt es keine Rolle, oder dass ich zum Beispiel die Buchstaben zusammensetzen kann, zum Beispiel ABC, ein bestimmtes Wort aufbauen, wie zum Beispiel Spasiba oder Haus. Und dann sind wir bei der zweiten Stufe, den Daten. Und mit der Hilfe einer Semantik wird aus diesen Daten dann Information generiert. Und wichtig ist halt, dass es halt eine Bedeutung bzw. Interpretation ist, die abhängig vom Sender und Empfänger ist. Zum Beispiel 1 plus 2 ist gleich 5, würden halt bei vielen Menschen dafür sorgen, dass es halt eine falsche Aussage ist, oder zum Beispiel das Haus ein Gebilde ist, wo Menschen wohnen, oder zum Beispiel Spasiba im Russischen Danke heißt. Und da ist ja wichtig, dass Sender und Empfänger auf der gleichen Stufe sozusagen sind, dass sie sich untereinander verständigen, weil zum Beispiel jetzt jemand kein Russisch kann, wird er ein bisschen dumm aus der Wäsche schauen, wenn ich zu ihm Spasiba sage, weil er könnte zum Beispiel als Beleidigung auffassen oder was auch immer, weil er nicht weiß, dass es zum Beispiel Danke heißt. Und in der letzten Stufe geht es dann ins Wissen, da spielt dann die eigene Erfahrung eine Rolle, aber da habe ich ja in meinem anderen Video von Raw 270 das etwas genauer erklärt, und ich möchte halt hier nochmal speziell das Thema Informationen ansprechen. Und viele wissen auch nicht, dass Information bzw. die Kommunikation innerhalb unseres Körpers von grundlegender Bedeutung ist, damit unser Körper grundlegend funktionieren kann. Und da möchte ich zunächst auf drei Aspekte eingehen. Aber und ein Hauptaspekt ist halt die Nahrung, speziell die Verdauung bzw. Mahlzeiten und das Kauen. Denn unsere Verdauung beginnt bereits schon im Mund, nicht im Magen oder nicht im Darm, sondern im Mund während des Kauprozesses. Denn während des Kauens tun wir die Zellwände aufspalten, und mit der entsprechenden Verspeichelungen und den Sensoren und unseren Nervenimpulsen wird das dann an unser Gehirn weitergegeben, und das und unser Gehirn analysiert dann die Konsistenz der Nahrungsmittel, wie viel Flüssigkeit es enthalten, wie ist die Struktur des der Nahrungsmittel, wie hoch ist der Fettanteil, der Kohlenhydratanteil, der Proteinanteil, und das leitet unser Gehirn einfach durch die entsprechenden Geruchssinne, durch unsere Geschmacksnerven ab und stellt hier dementsprechend Enzyme und Hormone bereit, um eine bestmögliche Verdauung zu gewährleisten und die Enzyme auch in unserem Speichel zur Verfügung stellen. Eins ist zum Beispiel die Alpha-Amylase, die ist dafür zuständig, um stärkhaltige Lebensmittel aufzuspalten. Vielleicht haben schon mal viele mitbekommen, dass wenn man Brot lange genug kaut, dass es halt dann irgendwann süßlich schmeckt, und das ist zum Beispiel dieses Enzym, welches zum Beispiel stärkhaltige Lebensmittel, also die Kohlenhydrate, einfach aufspaltet. Und da ist auch wieder wichtig anzumerken, dass man diese
Enzym beziehungsweise das auch verfälschen kann, wenn man jetzt zum Beispiel das Lebensmittel mit zu viel Würz beziehungsweise auch noch süße Substanzen wie zum Beispiel Zucker anreichert, weil dann merkt dieses Süße schmeckt man dementsprechend auch und das Gehirn merkt, oh, ich muss nicht so viel Alpha-Amylase herstellen, das Lebensmittel ist bereits süß und da wird ja die Produktion runtergeschraubt, weil sich dann der Körper darauf einstellt, dass diese Nahrungsbrei dann die Speiseröhre runterzubringen und dann in den Magen zu verdauen. Also da ist es auch wieder wichtig zu achten, dass man eigentlich die Nahrung so natürlich wie möglich zu sich nimmt, nicht zu viel würzt und auch auf die entsprechenden Kombinationen achtet. Wenn man sich einen Smoothie zubereitet, dass man da nicht zu viele Sachen reinhaut, weil das verfälscht einfach nur den entsprechenden Geschmack, die Konsistenz, die Flüssigkeit und der Körper kommt ein bisschen durcheinander damit. Und da ist auch bei Säften wichtig, diese genug einzuspeichern, denn die Folgen von der Körper die nötigen Informationen von der Nahrung bzw. von dem Nahrungsbrei nicht richtig dekodieren kann, dann hat man halt hier zum Beispiel verschiedene Gärungsprozesse, Verdauungsschwierigkeiten, Blähungen, weil der Körper einfach nicht weiß, was er damit zu tun hat. Und die Bauchspeicheldrüse unter anderem, wo auch Alpha-Amylase hergestellt wird, muss dann nochmal zusätzlich im Dünndarm dann das Enzym produzieren, weil aufgrund des sauren Milieus wird Alpha-Amylase deaktiviert und im Magen herrscht dann einfach ein saures Milieu und da wird dann im Nachhinein nochmal die Bauchspeicheldrüse aktiviert, um nochmal sozusagen nachzuverdauen. Und das verursacht natürlich wieder dementsprechend Energie und das ist natürlich wieder ineffizient und dann sind halt die meisten Menschen chronisch müde, wenn sie zum Beispiel sowas wie Gebäck, wie Torten zu sich nehmen. Da ist es einfach wichtig, lange und intensiv zu kauen. Ein gesunder Mensch sollte so ca. 50 bis 100 Mal kauen, ein kranker Mensch ein bisschen mehr, damit es einfach die Nahrungsmittel so flüssig ist, dass man den auch trinken könnte. Das ist der optimale Standpunkt und wichtig ist auch, bewusst zu essen. Also das heißt, ich persönlich schaue keinen Fernseher, kein Radio. Was ich auch mache, ist halt, dass ich mich auch an keinen Unterhaltungen beteilige, sondern dass ich hier wirklich mich auf das Essen konzentriere, meine Aufmerksamkeit wirklich meiner Mahlzeit widme. Und da würden jetzt viele sagen, was, keine Unterhaltung. Das ist halt wieder so eine kulturelle Sache, die sich bei uns etabliert hat, aber ich persönlich mag es lieber ruhig und gelassen. Wenn ich schon esse, dann soll es ruhig und entspannt sein. Denn am besten verdaut man, wenn der Parasympathikus am Laufen ist und der ist halt am aktivsten, wenn man ruhig und gelassen ist. Und ja, am besten wären natürlich Monomahlzeiten, aber wie gesagt, man sollte halt nicht so viel mischen. Ein weiteres Beispiel, welches man hier auch anführen kann, ist zum Beispiel Brokkoli. Viele wissen ja, dass im Brokkoli das gesunde Senföl Sulforaphan enthalten ist, welches auch eine antikarzinogene Wirkung hat und auch weitere gesundheitliche Aspekte aufweist. Aber dazu werde ich noch ein weiteres Video machen, wo ich näher auf den Brokkoli eingehe. Aber jedenfalls ist es halt so, dass sich in den Zellwänden zunächst Glucuraphan vorfindet und erst nachdem ich halt die Zellwände aufbreche, durch zum Beispiel das Zerkauen, Entsaften oder Mixen und der entsprechenden Einspeichelung, merkt dann sich mein Gehirn, hey, da ist Glucuraphan drinnen im Mund und ich stelle jetzt ihm das Enzym Myrosinase bereit, damit dieses dann aufgespalten wird in zum Beispiel Sulforaphan und da ist es also auch wieder wichtig, genug und vollständig zu kauen. Neben der Zerkleinerung der Nahrung ist natürlich auch die Herkunft und die Qualität der Nahrung von entscheidender Bedeutung und da ist es auch ein essentielles Kriterium, die Biophotonen,
Bio, wie gesagt, steht für Leben, beziehungsweise in dem Zusammenhang im Organismus. Und Photonen sind so kleine Lichtquanten, beziehungsweise eine Form des Lichtes. Und die, wenn man halt dann dieses Wort zusammensetzt, also Biophotonen sozusagen Lichtquanten in unserem Körper. Und die sind halt essentiell für unsere Zellen, dass sie diese für die Kommunikation benötigen. Unsere Zellen, also eine Zelle in unserem Organismus tut pro Sekunde 100.000 chemische Reaktionen durchführen, und wir haben halt ca. 1 Billion Zellen. Und es ist halt wirklich wichtig, dass die eine reibungslose Kommunikation zwischen diesen Zellen auch stattfindet. Denn zum Beispiel, wenn eine Zelle abstirbt und eine neue Zelle dessen Platz einnimmt, muss sie natürlich auch von den anderen Zellen erfahren, wie groß sie sein soll, welche Art von Zelle sie einnehmen muss und welche Funktionen sie auch übernehmen muss. Das ist halt hier wirklich ein essentieller Bestandteil. Innerhalb eines Jahres hat sich jede Zelle mindestens einmal erneuert. Das heißt, dass ich innerhalb dieses Jahres sozusagen ein komplett neuer Mensch bin. Ein wichtiger Aspekt dieser Biophotonen ist einfach die Kohärenz, das heißt die Ordnung des Lichtes, dass sie halt präzise auch in Lichtgeschwindigkeit die Kommunikation der Zellen bei Laufen halten. Ein wichtiger Speicher- und Steuerungsmedium sind die DNA der Zellen. Aufgrund der hohen Informationsdichte speichern sie halt die Biophotonen ab, und daher strahlen zum Beispiel unsere roten Blutkörperchen nicht diese kurzwelligen Lichtpartikel ab, und diese Fähigkeit haben auch zum Beispiel Krebs- und Tumorzellen auch weitestgehend verloren. Das heißt, dass die Krebs- und Tumorzellen nicht mit unserem Zellverbund kommunizieren, beziehungsweise auch nicht mit diesem Zellverbund interagieren und eingehen wollen, und laufen auch dementsprechend Amok. Hier ist auch dementsprechend auch logisch, da kann man auch Parallelen zum Beispiel zu unserer Gesellschaft finden. Ein komplett isolierter Mensch, der abgeschnitten ist von jeglicher sozialer Kommunikation, zum Beispiel auch von unserer Gesellschaft, dreht auch irgendwann durch, wird krank und kann auch hier dementsprechend Amok laufen. Und dann kann man hier einfach die Parallelen auch wirklich finden, dass halt die Ursache der Krebszellen auch eine mangelnde Kommunikation der Zellen bzw. des Zellenverbunds untereinander ist, und dass die Krebszellen einfach verwirrt sind und dementsprechend auch hier versuchen zu wuchern und einfach größer werden. Die Forschungen der Biophotonen gehen auch bis in die 1930er Jahre zurück. Da hat auch der sowjetische Wissenschaftler Alexander Gurwitsch in seinem Zwiebelexperiment die Biophotonen nachgewiesen, und auch in den 1970er Jahren hat auch der Forscher, der Biochemiker Fritz Albert Popp diese Forschungen weiter aufgenommen, und in unserer heutigen Zeit übernimmt die Forschung unter anderem seinen Sohn Alexander Popp. Das Spannende an der Thematik der Biophotonen ist, dass sie auch Auskunft über die Qualität und Herkunft der Nahrungsmittel geben, zum Beispiel ob ein Korn keimfähig ist und ob zum Beispiel auch spezielle Pflanzenarten auch natürlich in ihrer natürlichen Umgebung auch angebaut worden sind, ob sie gedüngt wurden, gespritzt worden sind und natürlich auch wie alt das Lebensmittel ist, denn je verrotteter oder verwelkter Menschen, Tiere oder Pflanzenzellen sind, beziehungsweise allgemein diese Lebensmittel, desto weniger Biophotonen weisen die auf. Und man kann auch hier Schlüsse ziehen, dass Bio nicht unbedingt immer die beste Wahl ist, denn mit Hilfe von speziellen Messgeräten kann man zum Beispiel auch nachweisen, wenn ein konventionelles Lebensmittel artgerecht, sage ich mal, angebaut ist, also Pflanzen in der natürlichen Umgebung aufgebaut ist, dass diese auch gesünder bzw. mehr Biophotonen aufweisen kann als ein Lebensmittel bzw. eine Pflanze, die
in zum Beispiel einem Treibhaus angebaut worden ist, aber auch aber hier mit unter Biorichtlinien, sage ich mal, angebaut worden ist. Und wie kann ich jetzt zum Beispiel Biophotonen am besten aufnehmen? Einerseits nehme ich neben der Nahrung auch über das Sonnenlicht Biophotonen auf, also über meine Augen, also über meinen Sehnerv. Das heißt, dass man im Sommer auch hier die Sonnenbrille meiden sollten. Über die Haut natürlich nehme ich die entsprechende Lichtenergie auf. Da sollte ich auch aufpassen, welche Substanzen ich auf meine Haut schmiere. Also da ist es wirklich, das ist sehr wichtig. Auch ist die Meditation sehr empfehlenswert, weil aufgrund der Beruhigung, in der ich mich in der Meditation befinde, verringere ich sozusagen meine Lichtemission. Und natürlich ist es wirklich wichtig, frische und dunkelgrünes Blattgemüse zu verzehren. Einerseits habe ich ja vorhin erwähnt, dass frisches Gemüse mehr Biophotonen aufweist als verrottetes und verdorbenes Gemüse, und natürlich dunkelgrünes Gemüse weist halt viel Chlorophyll auf, und Chlorophyll ist natürlich das Sonnenpigment, in dem die Pflanze die Sonnenenergie aufnimmt. Und daher kann ich nur sagen, Sprossen und Gras, das ist mein Fraß. Also Sprossen weisen am meisten Biophotonen auf und eine hohe Nährstoffdichte, und das ist natürlich sehr gesund für den Menschen. Da kann ich auch hier zwei Zitate bzw. Redewendungen von Personen anführen. Zum Beispiel hat Hippokrates gesagt, dass es nicht nur auf die Vitalstoffe drauf ankommt, sondern auch auf die Information. Da beziehe ich mich bzw. leite auch davon ob das viele verschiedene Nahrungsergänzungsmittel oder Pulver nicht ganz oder so gut sind wie zum Beispiel frische Lebensmittel oder frische Gemüse- und Grassäfte. Und auch Erwin Schrödinger hat im Jahr 1950 zum Beispiel gesagt, dass die Energieversorgung des Menschen nicht nur von den Kalorien abhängig sind, sondern auch von den nötigen Informationen. Und wie gesagt, ich leite auch von diesen Forschungen auch ab, beziehungsweise auch von diesen Redewendungen, dass der Mensch auch einfach ein Lichtwesen ist. Viele von euch dürften wahrscheinlich die Erfahrung von sonnengereiften Früchten gemacht haben, dass man einfach, wenn man jetzt frische Äpfel, zum Beispiel Fallobst, gegessen hat, dass man da viel schneller ein Sättigungsgefühl entwickelt, als wenn man jetzt Äpfel, die im Winter verzehrt und die über mehrere Monate eingelagert worden sind. So viel jetzt zur Nahrung. Jetzt möchte ich einfach noch den letzten wichtigen Aspekt ansprechen, nämlich das Flüssige. Und da möchte ich speziell auf Wasser eingehen, denn Wasser hat natürlich die Fähigkeit, unsere Zellen zu durchdringen und die auch hier mit entsprechenden Nährstoffen zu versorgen und auch Stoffwechselprodukte abzugeben. Und Wasser ist wirklich eine sehr interessante Substanz, und Wasser bildet halt entsprechende Molekülzusammenschlüsse, die werden auch als kurzlebige Cluster bezeichnet, weil diese Cluster sind halt kurzlebige Wasserbrückenbindungen, die sich immer wieder aufspalten und neu bilden. Und diese kurzlebigen Cluster haben halt auch die Fähigkeiten, Erinnerungen bzw. Informationen aufzunehmen bzw. abzuspeichern. Und es gibt auch hier viele verschiedene Forschungen, unter anderem von Masaru Emoto, denen er halt zum Beispiel Wasser in Petrischalen gegeben hat. Und die eine Petrischale hat er mit Lob versetzt, wenn er die anderen mit Hass und Beleidigungen angesprochen hat. Der hat dann beide Petrischalen eingefroren und hat dann festgestellt, dass diese Kristallmoleküle unterschiedliche Formen aufweisen, während die einen Kristallmoleküle, die unter Lob versetzt worden sind, strukturiert und geordnet waren, waren die anderen klumpig, nicht so schön und unstrukturiert. Und da kann man auch wieder hier ein gutes Beispiel bringen, dass halt die Schneeflocken natürlich alle einzigartig sind und Individuen. Und wichtig bei diesen Clustern ist halt, dass je geordneter und strukturierter die sind und eine geringere Oberflächenspannung aufweisen, desto mehr Informationen können sie aufnehmen und
können auch unsere Zellen besser von Schadstoffen befreien, weil unser endogenes Wasser, also unser körperinternes Wasser, ist halt einfach strukturiert. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Leitungswasser aufnehme, welches halt eine größere Oberflächenspannung ist, weil es halt natürlich auch durch Rohre gepresst worden ist, dann muss unser Körper das mit hohem Aufwand erstmal in strukturiertes Wasser umwandeln. Und wie ich bereits erwähnt habe, nimmt halt Wasser jegliche Informationen von Mineralstoffen auf, von Schwingungen und von Frequenzen. Und für gewöhnlich ist unser Leitungswasser oder unser Mineralwasser sehr verschmutzt von den ganzen Umweltgiften, von den Düngern, Pestiziden. Und diese Information nimmt natürlich auch unser Wasser dementsprechend auf. Und mit diesen Informationen versorgen wir dann sozusagen unsere Zellen. Und das sorgt natürlich für ein negatives Bild, beziehungsweise kann auch uns dementsprechend schaden. Und das beste Wasser, was man eigentlich finden kann, ist halt das Quellwasser. Das ist aber natürlich sehr rar und nicht viele wohnen zum Beispiel in den Bergen oder haben Zugang zu einem reinen Quellwasser. Und da ist es halt wirklich wichtig, für eine optimale Wasserversorgung beziehungsweise für reines Wasser zu sorgen. Und die Aufgabe nehme ich auch dementsprechend bereit. Ich zum Beispiel orientiere mich natürlich da stark an die Natur. Der Fachbegriff ist zum Beispiel die Bionik. Das heißt, ich tue mein Wasser dampfreinigen bzw. destillieren. Das ist äquivalent zur Verdunstung in der Natur. Dadurch werden die Strukturen aufgebrochen, also die Molekül- bzw. die Wasserbrückenbindungen werden hier aufgebrochen und jegliche Informationen werden gelöscht. Und dann prasselt halt in mein Destillationsgerät dann das Wasser in die Glaskaraffe, wie zum Beispiel Regen. Und dann habe ich halt einerseits sozusagen totes Wasser, es hat halt keine Struktur bzw. wenig Information, ist aber auch dementsprechend schadstofffrei. In der Natur würde das Wasser jetzt durch viele verschiedene Gesteinsschichten fließen und auch hier mit entsprechenden Schwingungen und unterschiedlichen Frequenzen durch das Gestein und die Auf- und Abbewegungen neue Informationen aufnehmen. Ich verwende hier zum Beispiel Edelsteine wie zum Beispiel Bergkristalle wie Rosenkranz und auch Schungit. Das habe ich mir jetzt erst letztens bestellt und möchte ich auch einfach ausprobieren. Was man auch noch verwenden kann für eine harmonische Frequenz ist zum Beispiel Sonnenlicht und im Anschluss tue ich es auch natürlich auch mit ein bisschen klassischer Musik beschallen, weil dann dadurch das Wasser nochmal in Resonanz geht. Das heißt, das Wasser tut nochmal in Schwingung mit der entsprechenden Musik gehen und auch nochmal hier die Informationen aufnehmen und dann auch hier die harmonischen Schwingungen aufnehmen. Und da kann ich einfach nur dazu sagen, dass halt jede Bewegung einfach gesünder und auch stärker ist, wenn sie halt in strukturiert und harmonisch einfach ist. In diesem Sinne möchte ich einfach nochmal das Thema so mit abschließen. Ich möchte einfach nochmal eure Meinung dazu hören. Das heißt, dass ich einfach nochmal nicht im Monolog mit euch stehen möchte, sondern einfach im Dialog mit euch treten möchte. Das heißt, wie seht ihr diese ganzen Themen? Also das heißt, wie steht ihr zum Thema Kauen? Wie steht ihr zum Thema Biophotonen und zum Thema Wasseraufbereitung? Wie geht ihr zum Beispiel da vor? Oder seid ihr da komplett anderer Meinung und sagt, was ich da erzähle, ist kompletter Unsinn? Da möchte ich einfach mal eure Meinung wissen, mir eure Informationen mitteilen, sodass wir einfach in Kommunikation treten können und hier für eine gesunde Gesellschaft sozusagen sorgen können. In diesem Sinne, spasiba za prosmotrit und wir sehen uns in der nächsten Episode von Raw to 70. Bis dahin, ciao!